So. Was muss ich drücken? Ready. Okay. Bereit. Ich bin bereit. Ich muss So. den Ton noch ein Stück höher stellen, Ach, da bist du. damit ich auch springe, falls das da gruselig ist. Es tickt. Haben wir Zeitlimit? Sehe ich mal keins. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben Telefonnummern, die sind unterstrichen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal vier Ziffern. Ich Was haben bereue wir das jetzt jetzt schon. Ich bin auch hier? gar nicht aufnahmefähig für sowas. Drei Sachen, da haben wir ein Schachbrett, da müssen wir wahrscheinlich. Kann ich mich. Was stand da? Alt. Schach Also. spielen, okay. Da haben wir noch mal eins mit fünf Ziffern. Halten zu betragen. Ah, okay. Da haben wir einen Termin. Okay, ich habe einen Teller mit einer 4. Ich brauche einen Zettel. Teller. She Die. calls it blue, yellow, gray, orange vom Gabriel. Okay, da sind verschiedene Zeichen drauf. Barbara 24. Dann haben wir hier noch eine Vase. Auf der Vase ist ein Zettel. Und da steht drauf, wenn ich es drehen kann. Kannst du? Kelangverse, vierte bis 6. Jahrhundert, Thailand, Minneapolis Institute of Art. Wie kannst du dich hinhocken? Mit STRG. Gedrückt halten. Okay, hier mal vier Ziffern. Das hat was bestimmt. Was seht ihr? Das hat aber bestimmt was mit hier zu tun. Wir haben nämlich hier verschiedene vier Ziffern. Achso, guck mal, kannst du es sehen? Ja. Okay, es war nur ein Versehen. Ich wollte nur mal Tasten Wie testen. machst du das denn? Mit der mittleren Maustaste. Was da unten auf dem Boden liegt, das habe ich da rausgekramt und habe das mal Drei, aufgeschrieben. vier. Vier, Teller acht oder zwei. acht, vier. Blub. Drei, vier. Drei. Ah, nee, das ist ein anderes Rätsel, das sind mehrere. Tasse 7. Ich schreibe mal alles pro Gegenstand auf und schmeiße es dann weg. Tasse 3. Hier haben wir zwei verschiedene Kombinationsdinge mit vier wieder. Da ist Also doch irgendwas. viele Vierer-Kombinationen. Drücken. Drücke ich doch. Da ist doch irgendwas. Wieso? Das ist eine Vase und da ist doch irgendwie ein Schlüssel oder sowas drin. Ja. Aber warum kriege ich das da nicht raus? Wahrscheinlich musst du die Vase kaputt machen. Aber dafür hast du wahrscheinlich noch nicht, was du brauchst. Guck mal, da haben wir auch einen Zettel wieder. Du hattest da doch einen Zettel. So, dann räume ich das mal auf hier. Das? Ja, das war ich. So, da haben wir nämlich auch die Namen drauf. Clara 39, Barbara 24. Was war Clara 39? Ja. 2, 4. Ich lege das mal hier Ja, ein die bisschen Barbara habe ich schon aufgeschrieben. ordentlich hin. So. Kann ich hier was drücken? Gott sei Dank nicht. Ich muss jetzt das suchen, was da stimmt. Okay, das kannst du gucken. Wieso kann ich das angucken? Da fehlt aber noch ein Teller. Außer die Teller sind nur eine dreistellige Kombination. Ich habe drei Teller und drei Tassen. Sonntag.
Sag mal, erschreck mich doch nicht so. B ist 16:30. B für Barbara wahrscheinlich. Barbara 16:30, 24? Haben wir hier nicht eine Uhr? Kann ich da die Uhr nutzen? Weiß ich nicht. Ich stelle das mal da hin. Den muss ich bestimmt hier... Haben wir Buchstaben? Ja, du wirst noch B24, das ist auf dem Schachfeld. Wir haben aber keine 24. Doch, hier Barbara 24. Ja, aber dann muss es so... Und Clara 39. Warte. 2 und 4? So? Nee, ich weiß nicht, ob es damit gemeint ist. Ich auch nicht. Guck ich mal. Hier hat mir Gabriel noch ein Zeichenwort. Ich will erstmal sicherstellen, wir haben nämlich noch nicht alle. Hier ist nämlich noch ein Zettel. Okay, Daphne 13. So. Dann fehlt aber noch eine. Oder? Oh. Na, gehst du wieder auf? Guck mal. Ein Geheimlicht. Okay, dann darfst du erstmal suchen. Wo was versteckt ist. Das letzte Mal bin ich mir zum Schwarzlicht umhergelaufen, vor ein paar Jahren, wo der Kater alles markiert hat, um zu gucken, wo der Kater markiert hat. Okay. Das war da nicht lustig. Oh. Wir haben viele Schlösser, wir müssen nur herausfinden, welches Schloss welches Ding ist. Was haben wir denn hier? 2, 0, 7, 3. Es ist halt die Frage, ob das in der richtigen Reihenfolge ist. Susan, H, P, B... War hier nicht Musik? Nee. Ich muss keine Musik. Ich wäre in einem Escape Room echt verloren. Wieso? Weil ich einfach zu blöd dafür dann wäre. Okay. Hier steht doch auch noch ein Teller. Teller 1. Hm. Was hast du denn da hier für eine Monk-Aktion gemacht? Ja, ordentlich. Tasse 4. Hast du mir die Tasse entrissen? Also. So, das sind jetzt die Kombinationen. Die Frage ist halt, in welcher Reihenfolge und welche Ding zu welchem Ding ist. 2. Was ist das? 3. Einer mit dem kleinen Zettel. Okay. Wahrscheinlich, wenn das auf dem Schachbrett richtig steht, öffnet sich wahrscheinlich der Kamin oder irgendwas passiert dann. Hier ist was mit 3 Zahlen. Oh, das. Nee. 3 Zahlen haben wir von den 3 Weibern, aber das sind immer doppelte Zahlen, außer man nimmt die Quersumme davon. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel so kompliziert denkt. Ja, aber das sind ja Doppelzahlen. Warte mal, war da nicht eine Rechnung? Hier eine Rechnung. 3 ist 7, 2 ist 5, 1 ist 3. Warte, wo bist denn du? Wo ist was für eine Rechnung? Hier. Auf der anderen Seite ist auch noch... Ich brauche einen Zettel. Ich hole mir kurz einen Zettel. 3 gleich 7. So. Zettel, komm her. So. Also. Aber diese Steuerung habe ich noch nicht drauf, ne? 2 gleich 5. 1 ist 3. 1 ist 3.
Du kannst auch einfach F drücken, ohne es in die Hand zu nehmen. 2 ist 5. Ja, 3, 5, 7. Und 3 ist 7. 3, 5, 7. Okay. Tada! Beobachte Barbara per Video. Babs im Strandhaus. Okay. Das fühlt mich wie ein Stalker. Babs, Bab in der Haus. Gibt's hier irgendwas auf der Kamera, was wir brauchen können? Was macht die denn da? Abspielen? Kochen? Ist da denn irgendwas? Das können wir nicht nehmen, das heißt... AB? Ja, der Typ, wo wir hier drin sind, ist stalkt eh alle Frauen. Achso. Ich habe mich leider nicht informiert. Nee, das ist aber logisch, wenn du hier die Daten der Frauen siehst, wenn die Kamera nur ist. Ja, hätte ja auch einfach ein Planer sein können. Von Gabriele, wir sind schon wieder Gabriele. Blau, gelb, grau, orange. Kann ich das Licht ausmachen? Vom Rückzimmer? Nee, oder? Nee, hab ich auch schon versucht. Mein neues Spielzeug unten rechts in der Ecke ist noch sehr empfindlich. Die hopst bei jedem Ton. Ja, da gibt's den rechten... Also da gibt's zwei Regler. Wie lange sie die Aktion macht und bei welcher Lautstärke. Ich hab das vorhin einfach mal da reingemacht und hab's schon ein bisschen runtergestellt, aber es kann noch verbessert werden. Aber ich finde es ganz putzig. Blau, gelb, grau, orange. Blau. Kannst du deinen Kopf? Danke. Blau. Orange. Ich weiß es nicht. Huch, mit Shift kann ich ranzoomen. Ach, das warst du. Bäh. Warte mal, das hat was mit dem hier zu tun. Die Lasser sind in verschiedenen Farben. Wer ist was in verschiedenen Farben? Die Schlösser sind in verschiedenen Farben. Ja. Blumen. Rot hat nämlich ganz. Da ist nichts mehr, oder? Wenn ich das aufmache. Hallo. Bist du frustriert, wenn du einen Tipp brauchst? Drücke einfach, habe ich nicht gesehen. F1 oder H. Nein, noch nicht. Ich cheate erst später. Aha. Was ist denn, wieso kann ich hier, was kann ich denn hier machen? Noch nichts. Hier sind auch nochmal Sachen unterstrichen. Eine 2. Becker. Vielleicht später erst. 7. 3. 2072. Den kannst du aber auch nicht interagieren. Press Use Hold Alt Enter. Nee. Nee. Irgendein Hinweis, welches Schloss was wäre. Drei. Nein,
nach dem ABC vielleicht Habe37. ich gerade gemacht, 02. Nee. S ist 23,50, HH ist durchgestrichen, geht nicht mehr, PV ist 12 und B ist 36 und Ausrufezeichen. B ist doch 6, Barbara. 16:30 habe ich auch schon probiert, weil er irgendwie Barbara am liebsten hat. Farb in the house on the beach. Läuft der Uhrzeige ganz normal? Ich glaube, das nimmt unsere Spielzeit auf. Okay. Also S ist dann ja wahrscheinlich Susanne. Susan. Ich habe es auf Engl auf Deutsch gestellt. Bei mir heißt sie Also. Susanne. Also, Susanne. Susanne. Wer ist denn PF? Haben Noch wir. nichts gesehen. Tasse, Teller, Reihenfolge, warte mal, 2, 8, 7, 3, 8, 4. Ich meine, eine, also die Tassen passen auch zusammen, ne? Mit den Tellern. Aber dann haben wir 30. jeweils immer zwei Zahlen. Zahlen Warum? stimmen nicht, aber die Zahlen hier stimmen. 1, 3. Daphne. 1, 3. Und dann gibt es noch 1, 3, 2, 4 oder 1, 3, 4, 2. Was? Die Teller gehören zu Daphne. Das siehst du an den Zahlen. Jetzt sind Wieso nur die. vier? Na, aber hier, 1, 3. Wir haben hier 1, 3 und 2, 4, die noch übrig sind. Jetzt ist die Frage, ob es 4, 2 oder 2, 4 ist und zu welchem Schloss ist es. Okay, 1:3 verstehe ich jetzt noch, aber wie kommst du auf 2:4? Weil das die restlichen Teller sind. Okay. Warum steht dir noch eine Tasse bei? Die Tasse ist egal, die steht einfach nur falsch. Okay. Weg damit. 1, 3, 2, 4. Ja, probiere ich einfach mal alle. Eins, drei. Eins, drei. Zwei, vier. Vier. Zwei. Da auch nicht. Das hat 5. Ich würde gerne das Licht ausmachen. Und 2, 4. Oder geht's? Warte mal, 1, 3. Ach nee, geht das auch auf die Dinger oder ist es nur für Ding zuständig? Ich bin geneigt, F1 zu drücken. Jetzt schon? Ich habe keine Geduld. Dann solltest du so ein Spiel nicht spielen. Ja. Games Rooms sind dafür da, dass man hier kugelt, 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 kugelt. Und nicht gleich Tipps nimmt, wenn man nicht weiterkommt.
Aber das Spiel hat es mir doch angeboten. Ja, wenn du in einem Escape Room bist, geben sie dir ja auch Tipps, Ja, wenn du sie siehste. fragst. Aber das heißt ja nicht, dass du sofort Tipps nehmen musst. Wir haben ja noch nicht mal alles ausprobiert. Oh, ich kann springen. 8, 3, 7, 4. Hier haben wir eine 7. 3 ist 7. War das mit den Teilen hier kombinieren? 1 ist 3. Und 2 ist 5. Acht, sieben, vier, zwei. Mein Kaffee ist bald leer. Möchtest du noch einen? Ich habe vergessen, mir einen neuen mit hochzunehmen. Jetzt ist die Frage, Bequemlichkeit oder Kaffee? Wir haben drei Schachfiguren. Bis 8 zu fahren. Oh, guck mal, ich kann die Sachen noch an die Pinnwand hängen. Ah, cool. Können wir das da auch wegnehmen? Ja. Kann man das hier vielleicht drehen? Nee, Da da ist stehen nichts jetzt hinter, doch. habe ich gerade geschaut. Ich schaue jetzt, was in meinem Adventskalender ist. Schokolade. Schokolade. Drei, Ein sieben, Kinderriegel vier. und ein Latte Macchiato Schokoriegel. B. Zwei, drei. Aber 30. Auch nicht. Welche Reihenfolge seid ihr sortiert? Auf jeden Fall haben wir drei Viererziffern. Das würde klappen mit den drei Zetteln, die hier hängen.
Aber dann ist nur noch die Frage, welche restlichen Zweierziffern sind und zu welchem Schloss welche Dinge ist. Machst du hier schon Randale? Nein. Sagt uns denn Barbara irgendwas hier? Die Kamera, das ist doch Barbara. Barbara hat hier eine 2-4 und ist im Strandhaus gerade. Was steht da eigentlich? 600.000 Euro oder was? Auf dem Fernseher. Da steht Dollarzeichen 600k. Sehe ich das, die Auflösung? S600k? 5600. Ach so. Ja, gut. Und keine Lautstärke. Hatte Barbara nicht auch irgendwas mit 342, aber das sind die Akkuminuten. Dann haben wir noch 28 Minuten und 62 Minuten. Barbara 2-4 hier. Und hier 1630, falls es Barbara heißt. 1630. Sind die Zahlen unten immer anders oder immer gleich? Könnte sein, dass die spinnt. Aber was hast du gesagt? 2-4? Ja, die ersten zwei Ziffern. Unten links der Timecode, der wiederholt sich immer. Okay. 2447 oder 2455? 2447. Mhm. Okay, Moment. Ich probiere mal das erste. 2447. Mhm. Zwei, vier, sieben. Ach, das ist dunkel hier. Und was war das andere? 2455. 55. Mhm. Guten. Hört man das? Ja. Man hört dich schmatzen, aber mich stört's nicht. Alles gut. Dann gehe ich ein Stück weg vom Mikro. 4, 5, 5. Nee. In allen drei Kombinationen nicht. Das sind 30.